Aber Fabo, wie? geht dir das Herz auf, wenn du das hier siehst? Boah, Junge. Ist schon krass, oder? So, Digga, hier ich war hab nur halt. Fabo, ich hab Digga, Warte. guck. Tipp hier nicht mal zu mir. Guck mal, dieser cleane Schnitt. Das ist einfach War so einfach so. geblieben. Terraforming King. Boah, es ist schon aber schon, was hier war, ne? Das ist so Ja. gestört. Nee, ich finde, IKEA ist schon groß. Er ist schon Also, big, ja. H&M wäre jetzt Treppe, Junge, klein, guckt's finde euch an, ich. wie das Also, gibt. wenn jetzt der IKEA so groß gewesen wäre wie der H&M, dann klein, aber nee, ich finde IKEA schon groß. Allem so random, dieses. Warum ist hier so ein Nebel? Ja, Warum aber haben wir so denn schlimm ist es H&M gar ein nicht. Nebelloch? Auch so kacke, dass das halt einfach in der Snowy Tiger ist, ne? Einfach in so einem Schneebiom. Ja. Also, zur Erklärung, für Leute, die es nicht wissen, also, das ist die CraftTech 7 Map. Da haben Titan, Junge. Fabo und ich zusammengebaut. Fabo ist, glaube ich, du bist dieses CraftTech dazugekommen, Ja, ne? in der irgendwie mittendrin oder so. Genau, Fabo, ich habe halt eigentlich hier vorne angefangen, bei diesem skandinavischen Wald. Ich habe da, Bro, diese Bäume haben so lange, die großen Bäume, die wurden dann auch immer kleiner, weil die so lange gedauert haben. Ich habe für einen Baum manchmal so 3 Stunden gebraucht für so einen großen. Wem habe ich So, nochmal ne. erzählt? Irgendjemand habe ich erzählt, dass das mein Wald ist, weißt du doch? Stimmt, ja. Du hast. Ich habe die Joe oder Toiletten gebaut. Ich habe die Toiletten hast du ja gebaut. absichtlich gelogen oder so, ne? Ja, da habe ich die ganze Zeit gesagt, hier ist mein Zauberwald, ich habe extra so große Bäume für gebaut. Und das Coole daran ist, schau, Spark oder so, ich habe den Boden abgebaut. Hier ist alles, hier war früher nie Da Land, habe das ich ist alles angefangen, durchgehend zu aufgeschüttet. subben. Ja. Einfach mal Diablo geplätzt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Boah, die Kassen, Junge. Puh. Ja, und was halt auch richtig scheiße war, da sind so viele Monster mal gespawnt, deswegen habe ich. Alter, ich habe Glowstone. Und darüber Glas gemacht, damit der Schnee nicht schmilzt. Und dann habe ich einen Teppich draufgepackt, weil der sonst direkt darüber geschmolzen wäre und das Umliegen. Es ist. Aber eigentlich ist schon krass, was hier alles gebaut wurde, ne? Sägewerk Digga, und weißt du auch eigentlich, dass alles ich das. diese Eishöhle da gebaut habe? Warte. Ja, die kenne ich. Das war deine Base dann. Das war eigentlich meine Base, aber ich habe das voll vergessen. Das ist voll. Weißt du, was das ist? Das gibt mir so Skyblock-Vibes. Halbpixel. Boah, guck mal hier, dieser Ausblick da drüben. Normalerweise fährt Wow. das Minecart auch. Ah, hier war ich aber auch schon unten, aber das Ding hatte nie. Das war immer ein Dead End. Geht das? Ja, sieht ja richtig super aus hier. Oh. Welche unten geht's denn nicht Oha! weiter oder so, kann das Hä, was sein? hast du denn hier? Hä, was Bro, hab ich denn wieso hier gemacht, Alter, hä? Hä? Digga, was. Bro, das ist einfach so ein Gommelspiel-Modus, den du hier Junge, gebaut hast. hä? Ich habe eine Lobby gebaut. Er ist ja doch voll stabil. Hä, was hast du hier sogar mit Storylines richtig hier, die Ich transportieren dann so weiß eine ehrlich nicht mehr, was hier Schubkarre? abging. Ich glaube, das war am Ende. Holy shit. Ich glaube, man kann auch irgendwo hinfahren, aber ich weiß nicht, wohin. Ich glaube, man kann sogar Ja, kann bis ich. zu Revi rüberfahren. Ja, man hat so Guck mal, Wassertubes Nebel gesehen im noch. Boden. Hä, sieht aber geil aus. Okay, ich Ja. schwöre euch, also, Digga, Hide and Seek, glaube ich, hast du, Digga, Hilfe, da gehst du hier unten rein. Ich bin das Minecart. Ja, Oder hier, stimmt. einfach hier unten. Ja. Digga. Hey, ist ein Drachenei. Achso, Spark hat das ja überall platziert, ne? Ja, die sind überall getubed. Ja, und irgendwie wurde es dann voll so Industriehafen. Auf einmal so Ja, Frachter, ja. Brücke, LKWs. Tankstelle, Junge. Ja, so random, so, ja, ich mache jetzt hier eine Tankstelle hin. Aber trotzdem geil irgendwie. Weißt du, das hat einfach gemacht. Das ist einfach so eine Stadt gebaut. Ja, dann kam hier der IKEA rein. Junge, aber Die was hier Brücke ist nice. Berge waren, ne? Brücken habe ich immer schon hinbekommen. Ich habe damals ein Video hochgeladen, dass ich Basti zockt, so super viel Eisen abgekauft habe für die Schienen, für die Anvils. Weil noch so eine Eisenfarm gefühlt so Magie war. Boah, der Zug aber auch krass eigentlich. Zug Ja. ist krass, aber hier oben hätte ich jetzt sogar gesagt, hier oben hat wenig Sau viel gemacht, aber stimmt wahrscheinlich nicht, ne? Der Veni hat die Eisberge gemacht. Hat Den er Zug hier habe hier. ich. Zug und Brücke habe ich gebaut. Hat wenig hier jedes Eis platziert das nicht, Ja, oder? alles Ja. das Eis. Doch, Doch. doch, doch. Solche Biome gab es nicht. Ah, okay. Ja, das ist halt schön. Junge, der Berg war halt legit so hoch wie der daneben, ne? Ja, es ist, ihr müsst euch überlegen, wir haben immer Amplified in CraftTech gespielt. Und, naja, ihr seht ja, wie Chat, viel wir hier wo ich gebaut haben. gerade Wir haben stehe, einfach war gebaut, als wenn es Berg. einfach eine normale Hier. Plains-Map ist. Guck mal, da Und drüben ist weil auch unser Berg. Ziel Hier war überhaupt, wir Berg. wollen die riesigen Berge einfach ab. Fester Guckt Berg, euch mal alles bitte diesen unten. Parkplatz vom IKEA uns an. Das war vorher nicht so.
Ich habe in diesem Craft Attack über 500.000 Steine abgebaut. Das war so gestört. Ja, wie scheiße müsste das sein? Alter, du willst kurz tanken gehen und fährst hier so diesen Ikea-Park. Aber wobei, es geht schon eigentlich. Geht. Ja, wenn wir jetzt hier mal nach rechts gehen, Stegi, was hast du zu deinem Stuff zu erzählen? Hier, ich habe gerade die ganze Zeit gerätselt, von wem das ist. Aber das war von Kevin, oder? Dieser Kompass? Dieser Kompass im Wasser? Ich habe die Shisha von Henke. Henke? Wo ist, ja. Wo ist die Shisha? Der hat einfach eine Shisha gebaut. Ja, das war von Henke. Wo ist sie? Also ist sie in der Nähe hier? Oh mein Gott, ich erinnere... Leute, ganz kurz. Guck mal jetzt hier zwischen, das ist ja das Casino. Damit hat es doch angefangen. Oh mein Gott. Stimmt, aber das... Von Colin. Colin, not Colin. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das habe ich komplett mit Ding zugebaut. Mit Seegras. Weil er mich getötet hat. Heftig. Nice. Dann lass mal lieber Fabo nicht mehr töten. Das ist Craftex 7, Leute. Das war krass. 2009. Ach, hier ist die Shisha. Stimmt, so dazwischen. Ich glaub, da habe ich Henke kennengelernt. Boah, so, da zum ersten Mal von ihm was Born gehört. Born war eigentlich heftig. Ja, schon. Es war hier sehr kompakt alles zusammengebaut, ne? Ja. Und jetzt müsst ihr zu meinem Drachen kommen. Ja. Das war mein Drache. Und das, vier Jahre was ich halt daran besonders fand, war halt ohne solche Mods, so Fly-Mod-Sachen oder sowas, sondern ich habe das halt einfach so immer zum Spawn geflogen oder halt so mit dem Boot hingefahren und vom Spawner mit so einer Elytra hierher wieder geflogen, weil wir auch nie Elytra ja hatten am Anfang ganz lange Zeit. Und dann habe ich das einfach so random irgendwie so hingeknallt. Das war Trimax erster Kaktus. Am Anfang so ganz dünn, also so ein einzelner Netherrack-Weg und so. Und dann immer mehr und ich habe sogar hässliche Erinnerungen gehabt. Das ist aber wirklich skillful. Also das ist halt wirklich skillmäßig gut gebaut. Und dann war deine Base aber in dem Ei. Ja genau, hinten dran irgendwie so durch das Eiernest hier. So hier hinten. Ja, ohne Resource Pack sieht es halt scheiße aus. So. Das sieht halt richtig... Ja, du hast immer mit so einem Shader gehabt. Bro, wie hast du damals Shader benutzt? Wieso? Mit deiner Laube also, da, Junge. Ja, ich fand for real, eben das ist ja ähnliche... Gedanke wie bei deinen Base mittlerweile so. Stimmt, ich hab da so auch dieses, was ist los. So dass es halt so über clean schwarz alles ist. Und das, ich finde, wenn jetzt hier alles schwarz ist, sieht es ja auch echt sehr, sehr, sehr schwarz aus. Also ohne, dass du die Decke so siehst, wenn du jetzt so einen Shader hast. Und diese einzelnen Lampen hier mal so geil geleuchtet halt. Ja, voll. Digga, mich, also, aber trotzdem, also, das macht mich hier fertig, die Ordnung. Gibt's in. Welche Ordnung? Ey, wieso auf Kram, so ein bisschen auf Item-Store, dann gehst du an die Kisten rein. Chat, sieht der Drache aus wie der Drache aus Shrek? Nee, das war jetzt, ist ja ein Item-Store. Ja, ne? So, wisst ihr gar nicht, also ich kann mich an die andere Seite der Map gar nicht so krass erinnern. Doch, voll. Da war so viel los immer, da war immer Patrick, der irgendwie verbannt wurde, zweimal die Woche. Ja, genau, eben allein schon wegen Max Kaktus-Scheiß-Dings. Boah, Felix, halt seine Base ist auch gestört gewesen. Oh mein Gott, der Kaktus-Tower, ja, true. Genau, eben da, dieser Bereich ist für mich, der ist so... Bro, ja. Delusional, weil da auch alles so nah war. Da ist ja Klims komisch, also ich glaube, Klims Kuppel direkt hinten dran ist so ein Sonnentempel von Heikos. Stimmt, da war Heiko noch ein ganz anderer. Das war die Kooperationsbase mit Debitor. Stimmt. Nee, aber der Kran wäre, glaube ich, weggekommen, wenn die Base fertig ist, glaube ich. Ist der Nether hier auch? Weiß ich nicht. Das sieht ja aus wie, also das sieht aus wie eine Fiber-Bestellung von mir. Was genau? Der Tempel hier, der Dschungeltempel. Also ja, voll, das ist der Sonnentempel. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat sich damals richtig krass drüber aufgeregt, dass oben drüber ein fliegendes Etwas war. Ich weiß nicht mehr, was da oben drüber war. Das war nicht die. Wem ist das? Vielleicht Zinos, so, ich weiß aber nicht. Aber Bro, die haben halt auch alle viel zu nah gebaut aneinander, oder? Sagen wir ehrlich. Ja. Stimmt. Tippt euch mal zu mir, weil das hier. Ich glaube, das ist von Toni, oder? Ja. Ihr müsst euch überlegen, hier ist einfach so eine Piglin-Farm so nebendran in so einem Dorf. Junge, was ist denn da oben los? Da war das Kev? Diese Burg da oben in der Luft? Warte, ich schau. Kann gut sein. Nein, wenn ich. Nein, die Burg. Das hier? Die Burg war Revi. Nein. Also ja. Das war, ich kann dir meine Lieblingsstelle bei Kev zeigen. Komm mal mit. Oh nein. Digga, ich liebe Kev. Weil Kev hat doch immer diese Fallen hier gehabt. Hier durch. Nein, die sind weg.
Die Bilder hier sind runtergefallen. Ich glaube, hier ist die Falle. Hier. Und es war halt immer so eine kleine Storyline-Falle mit. Geht hier nicht durch, ihr Assassin wieder oder so. Weißt du, so immer so diese Storyline. Oh mein Gott, ich kenne den Keller hier noch. Mit diesen Hühnern. Ja, und hier war irgendwo eine Baumfarm. Da haben wir ja Opel Sachen gesprengt. Ja, ja! Nach unten vielleicht? Aber irgendwo muss ey, Leute, bitte sein. Zeig den Leuten nicht, hier dass sie die Map ne? Wo bist du? Hier. Ja, hier, genau! Guck dir die Scheiße an. Und die lief Tag und Nacht durch, das war dem scheißegal. Das war dem scheißegal! Die lief immer durch. Das war da, ey. Und guck mal hier, alle haben immer Holz geklaut und er hat jetzt 10 Schilder hingemacht, dass er nicht klauen soll. Aber sie lief trotzdem den ganzen Tag durch. Es wurden schon über 50 Stacks Holz geklaut. Ohne Spende, ohne irgendwas. Geh in den Shop verdammt. Verdammt! Aufgrund vieler Diebstähle ist die Farm für alle verboten. Wenn du Holz haben möchtest, dann kauf es im Shop. Irgendjemand macht die Technik immer kaputt. WTF. Er war so sauer. Danach hat er aufgehört mit Twitch. Das ist so krass. Oh mein Gott. Eigentlich finde ich Amplified echt geil, Mann. Ja. Bro, aber keiner hat Amplified gebaut. Die sind alle unten auf Höhe vom Ozean. Nein. Das war trotzdem hier, cool. Komm hoch, komm zu Revi. Revi liebt das. Ja. Aber Revi sieht auch krass aus mit den Brücken hier. Wo ist Revi? Warte. Bro, das sieht aus, als hätten wir Challenge gespielt. Nie nach unten laufen. Ja. Er fordert dich zu mir, das war Revi Base. Revi Base wollte immer so. Digga, Revi Base wollte so seine Architektur. Weiß Mann, nicht, ich schwöre, ich muss eine Sache sagen, es sieht aus, er baut immer noch so. Es ist halt diese, diese Prismariendächer sind, boah, das ist halt Welt, so. Die sehen so krass aus. Ja, nee, aber was ich hier so geil finde, ist diese Kombination zwischen alter Burg und in boah, die Burg was Kunga, Modernes ne? rein, weißt du? Das ist ein, ich sag so, der boah, das ist so ein Nostalgie will ich irgendwann mal haben, so eine alte Burg und dann noch so ein modernes Haus rein, so, aber so ein paar Überbleibsel, dann baut er das so und findet es so geil. Ja. Und hier der Wasseraufzug, da sind auch viele Leute drin gestorben, immer, das war so geil. Oh, was? Das ist, oh doch, lass uns mal zur Kirche gehen. Das war hier Revi Toni, Rumatra. Revi hat einfach geheiratet, dieses Crafted. Ja, genau, das war Schwangerschafts-RP war das schon. Der war Bürgermeister? Die blöde Frage, war das von dir? Nein, oder? Nein. Das war Petr, kann das sein? Nee, das Revi. Die hat das, Revi das gebaut mit Rumatra, ja, eine Yacht. Ach so, hab gedacht, was anderes. Craftex 7 war eine krasse Staffel. Ja, finde ich auch. Das hier, das fand ich war alles so delusional hier bei Marx wirklich. Ich werde das hier nie vergessen, der Water MLG, der genau hier so an so einer Blockkante gehittet wurde, obwohl er kein Wasser platziert hat, einfach in eine Vein gesprungen ist, die so ein Block da unten war. Das war richtig, das, ey. Das war krass. Hier, dieser Turm hier, das war die Wahl, das war die Wahlmaschine. Ja. Da konntest du dann rein, dann Digga, rumgeschrien, ja. Patrick wurde einfach immer 10 Millionen Blöcke wegtippelt. Hier oben ist der Holzshop, hier geht die Story noch weiter mit Kev. Oh nein. Sei bitte ehrlich, wer klaut es doof? Stimmt. Er schreibt aber auch so viel. Ich muss mich vorstellen, aber hier sind einfach noch die ganzen Dias noch drin, so. Junge, wow. Er ist unser Story. Leute, Real Talk, bitte petzt es nicht, dass wir das jetzt, also. Oh, hier, komm mal mit! Das war mein fast mein Highlight. Das war mein Highlight. Guck, und deswegen, daran erinnere ich mich auch am meisten, dass ich nicht oft gespielt habe. Als Basti zur Einweihung dieser Uhr oder nicht eingeladen wurde, da bist du von hier gekommen, Basti. Ich weiß noch, da bist du hier rumgesprungen, glaube ich. Hier so, würde ich sagen. Da bist du so rumgesprungen. Und dann gehen wir da halt hin oder so. Und dann gucken wir uns das mal an. Mal gucken, was uns da erwartet. Und dann hast du dir das halt so angeguckt. Und dann warst du da halt bei der Einweihungsfeier dabei, ne, als der losgegangen ist. Und dann hab ich Patrick runtergeschossen vom Berg, ich hab MLG gemacht. Okay, daran, Alter. Ich weiß für mich war es ein Clip halt. Ich hab hier gerade den Clip von Joe im Kopf, wie er das MLG macht und danach deppt. Kennt ihr den noch? Ja. Aber hat er dann nicht danach sogar Basti, was zu Basti gesagt? Ja, du hast gesagt wie, Basti, mach das erstmal nach oder so. Nee. Er hat den MLG gemacht von seiner Uhr und hat gedeppt. Das ist ein guter Clip. Basti GAG, du meinst, du kannst Gott MLG? Ist doch gar nicht schwer, das Ding. Macht einfach das, man macht das. Und dann? Ich bin ready. 3, 2, 1, los! Jetzt pass mal auf. First try, Leute. First try. Also, Basti GAG, du meinst, du kannst Gott MLG? Ist doch gar nicht schwer, das Ding. Macht einfach das, man macht das. Und dann?
Das war so geil. Alter, es war aber auch arschknapp, ne? Ich glaube, jeder von uns, die Flugkurve des Eimers richtig ekelhaft. So, die sind wieder so ein bisschen zu weit weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wisst ihr noch, was das ist? Das hier kennen wirklich nur die OGs. Das hier. Oh mein Gott. Ich wollte hier unten ein verschollenes Dorf hinbauen. Aber hier waren dann überall so Lavasee. Guck mal, hier war alles voller Lava und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann hat auch keiner mehr Crafted gespielt und dann war es vorbei. Junge. Wer das liest, ist doof. Aufzug. Okay. Oder wer also, drin ist nicht. Ja, stimmt. Oh, erinnerst du dich noch? Oh, da habe ich auch. Das habe ich auch gehatet. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat. Oh mein Gott. Das war der Vulkan. Der Vulkan. Der ist von Lars LP. Oh mein Gott. Den fand ich da nicht damals so scheiße. Das war richtig, da war ich gemein. Ja, ist halt Cobblestone. Ja, genau. Deswegen fand ich so schade. So, weiß ich nicht. So brenn das doch und mach doch so ein verschiedenes Cleanst und Uncable oder sowas. Und es ist halt schade, dass die Nether gab's doch noch gar kein Netherite. Die war komplett weg, ist, weil die war ja hier auch in der Mitte, ne? Und damals konntest du die halt noch nicht mit einer Hake oder so schneller abbauen. Ja, stimmt. Das hier ist Sparks Base. Sonst? Wer kam ganz hinten? Ganz hinten rechts. Hier hatte mal. Hier, Simon hat hier sogar noch mitgespielt. Und. Oh, Axel! Kann das sein? Wurde er nicht gebannt dann? Nee. Craftex 6 und 7 auch, aber er hat Craftex 6 wenn gespielt. Aber ich meine in der. Also auch ersten 7. Aufnahme. Er hat auch in der 7 gespielt, ja. Ja, genau. Weil eben nur. Ich habe nur mit ihnen einmal gesprochen. Und zwar, das war hier, glaube ich, hätte ich jetzt gedacht. Erste Aufnahme, bin ich hier oben lang gelaufen. Und das war da, als du schon erzählt hast, dass er da die Teamspeak-Codes da hatte, weißt du? Ja, ich glaube, zitiere dich mal zu mir. Ich glaube, es könnte vielleicht hier doch Excel sein, ja. Und hier war schon, Riolo schon sogar Dena war dabei. Das weiß ich nicht mehr. Natürlich auch nächste Staffel. Da habt ihr noch ihm geholfen. DGTP, guck mal. Warte. Ja, der muss den Code spielen. Ach so. Ist das krass. Das bist einfach du. Ach du Scheiße. Nee, das hat er vor mir gemacht, das weiß ich noch. Aber das ist smart, ne? Das merke ich mir. Roni mit den 15 Euro. Miss Moonlight. Ach du grüne Neune. Junge, jetzt ist alles weg. Geld abgezogen wieder vom Konto. Er muss zurücküberweisen.